geworden zu dieser Runde. Und damals bei der MDW, als das dann auch angesprochen wurde, habe ich gesagt, ja, das stimmt, es sind nur Herren auf dem Podium, aber die beiden Chefinnen sind Damen. Das dürfte doch ausreichen. Ulrike Süch als Direktorin, oder Rektorin muss man sagen, von der MDW und meine Wenigkeit. Also heute fülle ich auch den Platz der Damen aus als kleine Chefitza und freue mich sehr, dass die drei Herren zugesagt haben heute hier für dieses Gespräch. Und wir werden jetzt aufzeichnen und fangen jetzt an. Brauchen wir noch einen Test? Ein bisschen mehr. Ja, wir wird sicher ein bisschen. Ja. Wer sagt mir, ob das funktioniert? Herzlich willkommen bei EUXXL zu einer vertiefenden Diskussion zu unser aller Beschäftigung mit der künstlichen Intelligenz. Lieber Konrad Paul-Lissmann, bevor wir in die Kunst- und Kulturfragen eintauchen, generell, es ist ja jetzt die Technologie an sich gar nicht so neu. Um jetzt mal nur ein Beispiel, das mit uns allen irgendwo etwas zu tun hat, zu erwähnen. Dieses Voice-Tuning-Mikro, was so ziemlich alle großen Popstars verwenden, wenn man ein bisschen flach ist einmal oder zu hoch, dann korrigiert das Mikro das. Das feierte heuer sein 25-jähriges Jubiläum. Nur ein Beispiel. Also die Technologie ist alt, aber die Entwicklungen haben ein derartig rasantes Tempo aufgenommen und die Gesellschaft scheint mir, so wie ich, also ich bin überfordert. Wo kann ich überhaupt noch vertrauen? Welche Aussage? Wie sind Demokratien gefährdet? Sind unsere Gesellschaften gefährdet? Weil hier ein großer Vertrauensvakuum entsteht. Und die Frage ist, wo finde ich jetzt eine Wahrheit? Zum Beispiel, wem kann ich noch vertrauen? Da würde ich Sie mal um Ihre Einschätzungen bitten mit Ihrer Erfahrung. Ja, das ist eine kleine Frage mit unglaublich viel Facetten, weil es ja nicht nur um die Frage nach der Wahrheit geht, die die Philosophie seit ihrem Anbeginn an umgetrieben hat, sondern es geht um die Frage der Wahrheit im Verhältnis zu ganz bestimmten medialen und produzierenden Technologien. Mhm. Und das war dann immer schon ein heikleres Thema. Bekanntlich hat sich ja schon Platon einmal kritisch über die Erfindung der Schrift geäußert, weil dieses Medium das Lügen erleichtert. Das heißt, diese Argumente, die wir heute haben, digitale Technologien erleichtern das Produzieren von Fakes, von Falschnachrichten, von Simulationen, das Argument ist uralt. Aber wie Sie richtig sagen, die Technologie hat einen Innovationsschub hinter sich, der übrigens auch älter ist, als man glaubt. Die habe ich mal von Informatikern belehren lassen. Die Grundlagen der Digitalisierung wurden im 17. Jahrhundert gelegt, unter anderem vom Leibniz. Die ersten funktionierenden Rechenmaschinen, die wirklich zum ersten Mal dem Menschen geistige Operationen abgenommen haben, ja, weil natürlich rechnen, multiplizieren, addieren, subtrahieren, Wurzel ziehen, mit irrationalen Zahlen umgehen, das war bislang sozusagen ein Inbegriff geistiger Tätigkeit. Über Platons Akademie stand noch, niemand, der die Mathematik nicht beherrscht, solle hier eintreten. Das heißt, das war die Grundvoraussetzung und plötzlich macht das eine Maschine. Aber die ersten funktionierenden Rechenmaschinen stammen aus dem 18. Jahrhundert. Hey, das heißt also, das ist eine lange Tradition, die wir haben. Und die angewandte Digitalisierung, die angewandten Computer, der Begriff der künstlichen Intelligenz, stammt alles aus dem frühen, mittleren 20. Jahrhundert. Jetzt ist das gleichsam, wie man so schön sagt, auch in der Wirtschaft massentauglich geworden. Und trotzdem denke ich, haben diese Entwicklungsschübe der letzten Jahre, vor allem in dem Bereich, den wir jetzt generative KI nennen, haben schon neue Dimensionen gebracht. Das steht zwar schon bei Günter Anders, einem Autor des 20. Jahrhunderts, er hat vor 70 Jahren schon die These vertreten, dass moderne Technologien die Tendenz haben, sozusagen ohne uns zu agieren, das heißt, sie funktionieren nicht mehr als vom Menschen gesteuerte Werkzeuge, sondern sie haben die Tendenz, den Menschen in bestimmten Bereichen überflüssig machen, zu ersetzen, hintanzustellen, zu überflügeln, besser zu sein,
als er selbst. Das heißt, alle diese, auch hier wiederum alle diese Argumente, die wir heute so stark hören im Zusammenhang mit dem Siegeszug der KI, sind ungefähr 70 Jahre alt. Das nur zur historischen Einordnung. Aber was wirklich neu ist in dem Zusammenhang, das denke ich, ist das Generative an der KI. Auch das Beispiel, das Sie gebracht haben, dieser sozusagen Stimmenmodulator, der natürlich bis zu einem gewissen Grad intelligent reagiert hat auf die Schwächen menschlicher Stimmen, war nicht generativ. Er hat keine Stimme hervorgebracht. Er hat eine Stimme korrigiert, eine Stimme verstärkt, eine Stimme abgeschwächt, einer Stimme eine bestimmte Nuance gegeben, eine Färbung gegeben, eine Ausdauer gegeben, die der Mensch vielleicht so gar nicht mehr hatte. Aber die Stimme war die Voraussetzung. Das, was Generative, da steckt ein Begriff des Generativen drinnen, ist eine hervorbringende KI. Sie ist keine unterstützende KI, keine ergänzende KI, keine verstärkende KI, sie ist keine Werkzeug-KI, sie ist eine hervorbringende KI. Und das führt natürlich jetzt zu einer völlig neuen Fragestellung. Jetzt geht es nicht mehr darum zu sagen, wie kann sich ein Mensch dieser Technologie bedienen, sondern jetzt geht die Frage, was machen wir, wenn eine Technologie das macht, was wir bisher gemacht haben. Dieses Problem ist an sich auch nicht neu. Ja? Als der Buchdruck erfunden wurde, waren plötzlich hochqualifizierte Elite-Schreiber, also die wenigen Menschen, die schreiben und lesen konnten und deshalb begehrt waren, die waren plötzlich arbeitslos. Ja? Plötzlich konnte jeder Schrift reproduzieren und relativ bald hat der Siegeszug der Alphabetisierung dazu geführt, dass jeder lesen konnte und jeder schreiben konnte. Das ist mittlerweile wieder anders. Ja? Aber es war halt so im 18. und 19. Jahrhundert das Ideal. Das heißt also, das führt immer dazu, dass bestimmte Branchen in Krise geraten. Aber bei der generativen KI haben wir so den Verdacht, ich formuliere es mal vorsichtig, den leisen Verdacht, dass nicht eine Branche oder mehrere Branchen in eine Krise geraten, zum Beispiel Drehbuchautoren, Komponisten, bildende Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, sondern dass Menschsein an sich in eine Krise gerät, weil jetzt jene Dimensionen berührt sind, die wir immer als spezifisch menschlich betrachtet haben, nämlich Kreativität, Originalität, Innovationskraft, Fantasie, etwas Neues hervorzubringen. Im Bereich des Erkennens, im Bereich des Schönen, im Bereich des Ästhetischen, im Bereich der Unterhaltung, wo auch immer. Mhm. Ja? Und plötzlich taucht der Verdacht auf, dass das sozusagen Algorithmen besser können, oder zumindest billiger. Besser kann man oft darüber diskutieren, aber zumindest billiger können als wir. Und wenn etwas auftaucht, das etwas billiger macht als wir selber, sind wir meistens schon weg. Das sozusagen ist die eherne Logik der Ökonomie. Und ich glaube, darüber müssen wir jetzt wirklich reden. Was können die tatsächlich besser? Können sie etwas besser? Wo werden wir leicht ersetzbar sein? Wo nicht? Und eine der Paradoxien dieser Entwicklung besteht ja darin, dass eigentlich menschliche Tätigkeiten, von denen wir uns gewünscht hätten, weil sie schmutzig waren, weil sie beschwerlich waren, weil sie gesundheitsbelastend waren, dass die von Maschinen übernommen werden. Das machen nach wie vor Menschen. Bei der Müllabfuhr arbeiten Menschen, in der Pflege arbeiten Menschen, im Krankenbereich arbeiten Menschen. Das heißt also, am Bau arbeiten Menschen, da sieht man nicht die superintelligenten Roboter herumwuseln und bei 40 Grad im Schatten die Hochhäuser hochziehen. Nein, das sind nach wie vor Menschen. Und dort, wenn man sagen wollte, wenn man an Friedrich Schiller denkt, ja, das, was das Edelste am Menschen ist, nämlich seine Fähigkeit, in zwei Bereichen frei zu sein, in der Kunst und in der Wissenschaft. Und genau dort sozusagen schlägt jetzt die generative KI zu. Das heißt, sie nimmt uns nicht nur eine Arbeit ab, sondern sie beraubt uns auch von Freiheitspotenzialen, von denen bisher zumindest die moderne Welt gelebt hat. Und das führt ja durchaus auch, um das Ganze nicht nur so apokalyptisch zu formulieren, das führt ja durchaus auch zu amüsanten Situationen. Ich meine, ich komme aus dem universitären, aus dem akademischen Bereich und wir haben ja da ganz intensive Diskussionen international, wie gehen wir an Universitäten mit generativer KI um, also zum Beispiel ChatGPT und ähnlichen Programmen. Wie gehen wir damit um, dass Studentinnen und Studenten natürlich problemlos wunderbare Seminararbeiten, Bachelorarbeiten, ja sogar Masterarbeiten abliefern,
Und man sich immer die Frage muss, hat er überhaupt noch eine einzige Zeile selber geschrieben? Ja? Er hat vielleicht sich das von KI schreiben lassen, mit ein paar verbindenden Worten versehen. Wenn er ganz fleißig war, schnell die Quellen, die die KI angegeben hat, im Google überprüft, meistens nicht einmal das, und dann abgegeben. Man ist sich nicht einmal sicher, ob jemand eine Arbeit als seine Arbeit ausgibt, die überhaupt gelesen hat. Ja? Wie reagiert man darauf? Und wie reagiert man darauf? Ja, in Frankreich tendiert man eher dazu, den Einsatz von generativer KI im akademischen Bereich zu verbieten. Hier wir bei uns, also in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in den USA sehr unterschiedlich, aber wir hier bei uns tendieren eher, weil wir so fortschrittsoptimistisch sind, zu sagen, nur nicht verbieten, es ist ein neues Werkzeug, damit muss man kreativ umgehen. Ja? Man geht kreativ damit um, indem man den Studis zugesteht, ja, lass die KI deine Arbeiten schreiben, aber bitte sei imstande, kritisch darüber zu reflektieren. Ja? Jemand, der keine Ahnung mehr hat, weil er nie was selber geschrieben hat, das kritisch reflektieren kann, weiß ich nicht, aber es mag so sein. Den Lehrenden sagt man, du brauchst keine Angst vor KI haben, die KI kann ja auch dich unterstützen. Zum Beispiel bei der Formulierung von Forschungsfragen, bei der Formulierung von Prüfungsfragen. Das heißt, und das ist jetzt keine Utopie, sondern das ist Realität an, an manchen Instituten unserer Universitäten, dass die Lehrenden sich eine Prüfungsfrage von KI schreiben lassen, die den Studierenden weitergeben, die diese Prüfungsfrage von KI beantworten lassen und alle sind glücklich. Jeder hat keine Arbeit gehabt. Das Ergebnis ist zumindest grammatikalisch korrekt, denn eines kann KI, sie macht keine grammatikalischen Fehler, keine syntaktischen Fehler, keine orthografischen Fehler. Und man war dabei auch noch wahnsinnig modern, aufgeschlossen einer neuen Technologie. Das heißt, also für manche ist das Paradies. Für Menschen, die irgendwie den Gedanken haben, dass menschliche Artikulationsfähigkeit, Sprachfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit, die Fähigkeit der Reflexion auch damit etwas zu tun hat, dass ich das selbst hervorbringen kann, also gleichsam autogenerativ bin, ja? Für die ist das eher eine, wenn man sagen will, schreckliche Vorstellung oder eben wie für mich ist eine amüsante Vorstellung, wie sich Menschen gegenseitig vortäuschen, dass sie etwas hervorgebracht haben, was eigentlich eine Maschine oder ein Algorithmus gemacht hat, wobei noch immer eine hochinteressante Frage ist, wie diese Algorithmen zu den Ergebnissen kommen. Ja, also ich halte den Begriff Künstliche Intelligenz für einen Euphemismus. Es ist keine Form von Intelligenz, es ist eine Form von sozusagen Berechnung, eine Form von Datensammlung, eine Form von Mustererkennung. Ist eine, im Grunde sind es Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die diese Algorithmen anstellen. Sie stellen überhaupt keine intelligenten Verbindungen, zum Beispiel zwischen Thesen, zwischen Argumenten und dergleichen mehr her, sondern sie sind an Millionen von Daten trainiert worden und suchen immer bei jeder Frage die wahrscheinlichste Antwort, die diese Abermilliarden von Datensätzen ihnen bereitstellen. Das ist das Einzige, was sie können. Milliarden von Datensätzen in einem Bruchteil von Sekunden zu durchforsten, danach, ob es bestimmte Ähnlichkeiten gibt, die dann ausgespuckt werden. Was Sie vorhin erzählt haben von der Universität, erinnert mich an eine Diskussion, die ich unlängst geführt habe, wo Menschen gesagt haben, also jetzt komme ich schon ein bisschen in den Kulturbereich, ja, das hat man immer gesagt beim Film und dann kam das Fernsehen, dann ist der Tod des Kinos und so weiter und so fort. Den Live-Event, den kann man nicht zerstören. Dann habe ich gesagt, naja, wenn wir uns heute das morgige potenzielle Publikum anschauen, da bin ich mir nicht sicher, wie die live rezipieren, weil die sind es gewohnt, so zu kommunizieren und auch zu rezipieren. Und gleichzeitig geht damit aber auch ein Handwerk verloren. Und dann habe ich gesagt, jetzt stelle ich mal eine naive Frage. Stell dir vor, auf der ganzen Welt ist eine Woche lang Stromausfall. Wer kann heute noch ein Feuer machen? Also ganz banal, ich rede jetzt nicht davon, mit der Rettung fahren zu können, wenn es keinen Sprit mehr gibt, sondern ganz banal, wer kann ein Feuer machen? Und das, glaube ich, ist etwas, was uns
in der Kunst und Kultur besonders beschäftigt, wird unser Publikum da sein, wenn wir noch da sind? Und wer wird unser Handwerk weitergeben können? Darf ich da bitte nur einen Satz, weil mich diese Frage auch unglaublich beschäftigt. Ja. Das eine ist, jede technologische Innovation führt einfach dazu, dass wir Fähigkeiten, die wir gehabt haben, verlieren. Ja? Ja. Beispiel, das ist auch ein beliebtes Argument, ja, der Taschenrechner hat auch nicht den Untergang des Abendland bedeutet, aber jeder benutzt den Taschenrechner, rechnet nicht mehr im Kopf, das ist richtig. Gleichzeitig muss man sagen, aber das, was frühere Menschen, meine Eltern, meine Großeltern natürlich noch wunderbar konnten, nämlich auch große Zahlen im Kopf zu addieren, zu subtrahieren, zu multiplizieren, das können wir alle nicht mehr. Wie wir wissen, sind nicht einmal Spitzenpolitiker in der Lage, bei einer Wahl drauf zu kommen, dass, wenn ich eine gerade und eine ungerade Zahl addiere, keine gerade Zahl herauskommen kann. Ja? Also wer kopfrechnen können, hätte sich sozusagen diese peinliche Situation, wir erinnern uns alle, ersparen können. Wir können eben nicht mehr kopfrechnen. Ja? Und wenn wir nicht drauf kommen, das nachzurechnen am Taschenrechner, sozusagen sind wir schon hineingeschlittert. Das andere ist, das beschäftigt mich, und das ist, kann man dann gleich überleiten, sozusagen, wie sehr wollen Menschen gerade im Bereich der Kultur, im Bereich der Kunst, das, was wir Lebendigkeit nennen, also authentischer, dass sozusagen man Menschen musizieren sieht, dass man Menschen auf der Bühne sieht, dass man Autoren vor sich hat und keine Sprechpuppen, die irgendwas lesen, was ja auch möglich wäre, die auch das lesen könnten mit der Stimme der Autorin. Ja? Mhm. Wie sehr, und da habe ich selber vielleicht nur ein kleines anekdotischen Beitrag selber etwas erlebt. Also ich fahre jedes Jahr sehr gerne aus unterschiedlichen Gründen zu den Bayreuther Festspielen. Und musste mich im letzten Jahr mit einer Neuinszenierung des Parsifal konfrontieren lassen, wo der Gag darin bestand, dass es sozusagen zwei Varianten gab, wie man diese Aufführung wahrnehmen konnte, entweder ganz konventionell, ja, man sitzt dort und dort ist die Bühne und da sind die Sänger und da ist das Orchester und man sieht und hört das, was auf der Bühne gerade eben zusammengebracht wird oder auch nicht. Oder man hatte die Möglichkeit, eine Virtual Reality Brille zu mieten und dann dort vor Ort nicht die Bühne zu sehen, nicht das Orchester zu sehen, sondern eine virtuelle Realität, die dann eingespielt worden ist und die natürlich eine ganz andere Dimension, ganz andere Inszenierung hatte als das, was man konventionell kennt. Was mich einerseits beruhigt hat, war, von den, ich weiß nicht wie viel, 200 Reihen, die das Festspielhaus in Bayreuth hat, haben gerade zwei Reihen diese Brille sich aufgesetzt. Das heißt, das Bedürfnis, wirklich das Authentische zu erleben, war noch groß. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Durchschnittsalter in Bayreuth ist 80 plus. Ich weiß nicht, wie das bei einem anderen Konzert mit jungen Menschen ausgesehen hätte. Und das Zweite ist natürlich schon, dass man sich jetzt die Frage stellen muss, warum soll ich dann überhaupt noch irgendwo hinfahren, weil eine VR-Brille aufzusetzen und mir dann über Internet eine Inszenierung von irgendwas einspielen zu lassen, das kann ich ja zu Hause auch. Ja. Warum soll ich dorthin fahren? Und unsere Erfahrung ist aber, und das gibt mir Mut, ja, dass alle Versuche, natürlich Kunst virtuell zu reproduzieren, virtuell zugänglich zu machen, zwar unglaubliche Vorteile auch geboten haben oder bieten, nach wie vor, aber interessanterweise das Bedürfnis der Menschen, dann irgendwann einmal vor dem Original zu stehen, irgendwann einmal im Theater zu sitzen, irgendwann einmal, und sei es Anna Netrebko wirklich zu sehen und zu hören, dieses Bedürfnis nicht ab, sondern zugenommen hat. Das heißt, ich habe eher das Gefühl, wir werden in der Entwicklung reinschlittern, aber dann können wir gleich überleiten, weil das ist ganz entscheidend, dann vor allem auch für Musik, ja, in der Entwicklung hineinschreiten, wo man sagen kann, dass das, was auf dem Gebrauchssektor produziert wird,
Ja, also zum Beispiel die Kunst, die man jetzt wirklich nur als Hintergrundberieselung zur Unterhaltung braucht, also damit also irgendwie die 380 Radiosender, die es allein in Österreich gibt, bespielt werden können, das wird KI machen. Und das geht schnell, das kostet nichts und das reicht aus. Ja? Wer wirklich nur so einen stampfenden Rhythmus zum Autofahren braucht, also der braucht nicht authentische Künstler, die ja Herzblut vergießen mit ihrer Musik. Und dann wird es aber nach wie vor, denke ich, das gehen, was um Menschen geht, was um diese Emotionen geht, was um das Authentische geht, wo es um das menschlich Kreative geht, wo es um die ästhetische Verarbeitung von Leid und Glückserfahrungen geht, was ja die KI nicht kann, weil sie Leid und Glück ja nicht kennt. Ja? Und das wird nach wie vor nachgefragt werden. Vielleicht wird man, ich glaube, es gibt ja jetzt schon bald so etwas, da werden wir gleich drüber reden, wie eine Kennzeichnungspflicht für Produkte, die durch generative KI produziert worden sind. Und das, sozusagen auf der anderen Seite könnte man auch eine Kennzeichnungspflicht einführen, was nicht, wie das dann heißt, made by humans oder human made oder so, so wie früher halt, also handgemacht oder aus nach Großmutters Rezept oder so. Und das wird dann sicher auch geben. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir dazu kommen, dass wir wissen, was wir in die Hand kriegen, ja? Wie das tatsächlich hergestellt worden ist. Ja? So wie in der Landwirtschaft genfreie Produkte ein gewisses Image haben, vielleicht gibt es dann KI-freie Produkte. Ja? Das wäre auch schön. Ja? Ein interessanter Gedanke. Damit der Markt soll es dann regeln. Ja, ja, da, bevor wir über Marktregulierungen jetzt konkreter auf diese Regulierungen zu sprechen kommen, Matthias Hornschuh, ein ausgezeichneter Komponist und Meister seines Fachs, findet trotzdem Zeit, seit vielen, vielen Jahren, sich auch um die Belange von KomponistInnen und MusikerInnen, ich kann das noch immer nicht mit dem Doppelpunkt richtig sprechen, man möge mir das bitte nachsehen. Muss man nicht unbedingt, wir verstehen alle, dass alle gemeint sind. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich weiß schon, du findest einfach immer noch genügend Zeit, dich um diese Belange zu kümmern, vor allem in der GEMA, das ist das Äquivalent der österreichischen AKM, und bist auch in diesem Verhandlungsteam innerhalb Deutschlands, die ganzen Überlegungen der Kunstszene auch nach Brüssel mitzuteilen hatte. Wie siehst du die Lage? Jetzt auch mal als Komponist und noch nicht unbedingt als Vorstandsmitglied der GEMA. Okay, also vielleicht erst kurz zur Einordnung meiner Person. Inzwischen dreht sich das ein bisschen um. Ich komme gelegentlich noch zum Komponieren, weil ich so viel Politik mache für meine Kolleginnen und Kollegen. Und das stimmt, ich bin im Aufsichtsrat der GEMA, das ist ein Verein, also was in anderen Vereinen der Vorstand ist, ist bei uns der Aufsichtsrat, und da bin ich Aufsichtsratsmitglied, aber es ist wirklich kompliziert. Und warum ich aber gerade hier in Wien bin, das hat einen anderen Grund, der hängt damit zusammen, ist aber nicht identisch. Ich bin Sprecher der Kreativen, also nicht juristischer Sprecher der deutschen Initiative Urheberrecht, und wir haben im März angefangen, uns prioritär mit dem Thema generative KI auseinanderzusetzen, und das ist eine ganz wichtige Grundunterscheidung. Ich kenne niemanden, der bislang verlangt hat, man muss das verbieten, weder KI insgesamt noch konkret auch generative KI. Wir müssen aber unterscheiden, worüber wir konkret reden, was damit konkret angestellt werden soll und wen wir oder was wir eigentlich regulieren wollen. Und unsere Regulierungsforderungen richten sich gegen den Teil der künstlichen Intelligenz, der mit Generierung zu tun hat, generative KI, und wir richten uns da auch nicht gegen die Technologie an sich, sondern gegen die Anbieter und gegen diejenigen, die die Verantwortung übernehmen müssen und im Moment versuchen, sie von sich zu streifen. Das heißt, es geht eigentlich letzten Endes darum, den Umgang mit einer Technologie, die im Moment den Markt überrennt, in Regeln einzupacken. Das heißt, wir sagen konkret, das ist unser Claim im Moment, wir wollen keine Verbote, wir wollen keine Fahrverbote, wir brauchen eine Verkehrsordnung. Mhm. Und aus dieser Perspektive vertrete ich eben keineswegs nur die Musik, und gleichzeitig ist mir die Musik natürlich sehr nah. Als Filmkomponist ist dazu auch noch immer der Film und das Geschichtenerzählen sehr nah an mir dran. Und ich würde einen kleinen Schlenker zurück machen wollen, gerne bezüglich eines Punktes, der gerade gestreift wurde, nämlich der Aspekt mit den Live-Veranstaltungen und den Live-Erfahrungen. Ich glaube nämlich, das ist jetzt repräsentativ quasi, was ich sage. Wir haben ganz, ganz viele Punkte, die jetzt durch den Vortrieb von generativer KI, den wir uns auch nochmal genauer angucken müssen, denn der Vortrieb findet nicht nur von technologischer Seite, sondern auch durch unsere Nachfrage und unsere Neugier statt.
Wir haben längst eine Situation, wo wir eine fortgeschrittene Ausgangslage haben, auf die diese KI aufsetzt im Moment. Und das ist an ganz vielen Stellen zu beschreiben. Und eine davon hat eben mit Live-Veranstaltungen, Live-Events und damit auch mit Live-Erfahrungen zu tun. Konzerte, Opernbesuche, Theaterbesuche waren nämlich bislang die letzte Bastion, die nicht digitalisierbar erfahrbar war. Es war das Letzte, also deswegen ist es auch einer der ganz wenigen Bereiche, wo ich nicht zusammenzucke, wenn der Begriff Authentizität verwendet wird. Der ist nämlich durchaus ein bisschen problematisch in vielerlei Hinsicht. Aber an der Stelle kann man einfach sich darauf, glaube ich, ganz schnell verständigen, dass es etwas ist, was in dem Moment da geschieht und zwar nur da. Und wenn man bei einem kleinen Kabarettabend mit 10 Zuschauern ist oder gleichzeitig oder an einem anderen Abend mit 65.000 Leuten in einem Fußballstadion an Maikantereit erlebt, dann sind das Momente, die eine Dynamik entfalten, die sich originär dadurch auszeichnet, dass es ein kulturelles, im Sinne von soziales Ereignis ist. Weil nämlich alles, was ich dort erlebe, ich gemeinschaftlich erlebe. Und das kann ich, wenn ich mir die VR-Brille aufsetze, dann blende ich die anderen aus. Da fängt es ja schon mal an. Ja? Und das hat so weitreichende Implikationen, worüber ich hier gerade spreche. Und das ist so gar nicht beschrieben in der gesamten Debatte, auch in der übrigens der kulturwirtschaftlichen Debatte nicht. Denn wir haben eine Blasenbildung zuletzt erlebt rund um den Live-Event-Markt und die Konzertpreise. Wir haben für Sting-Konzerte, für Madonna-Konzerte Ticketpreise von 800 bis 2000 Euro erlebt. Das spricht dafür, dass da irgendeine Art von Besonderheit dran klebt, die nicht ganz unbedingt rationalisierbar ist, sondern die viel mehr als das zum Ausdruck bringt. Und jetzt ist es ja so, dass wir bei Kultur grundsätzlich immer wissen, wenn ich zu einem Abo-Konzert in der Philharmonie meiner Stadt gehe, dann kann es einerseits sein, dass ich den Beethoven und den Mozart und den Haydn an dem Abend sehr genieße, mag sein, andererseits zeige ich mich auch. Ja, und ich markiere dadurch mein kulturelles Kapital, meine Fähigkeit, dazu zu gehören und zu sagen, so hier, ich gehöre zu denen, die klassische Konzerte gehen. Ja, also es hat eine ganze Reihe von Funktionen, die nur durch das soziale Moment des Gemeinschaftlichen überhaupt adressierbar sind. Und nicht alle davon sind so, dass wir uns darauf verständigen würden, dass sie erstrebenswert sind. Ich glaube zum Beispiel dieses Klischee des Zahnarztgattinnenprogramms in Philharmonien, in philharmonischen Konzerthäusern, führt nicht dazu, dass viele Leute meinen, man müsste noch mehr Steuergelder da reinstecken. Und es führt durchaus dazu, dass die Überlegung im Raum steht, man müsste das dann vielleicht mal leistungsbezogen bepreisen. Aber das sind Debatten, die jetzt hier gar nicht hingehören. Wir merken einfach nur, dass das ein Bereich ist, der eine Kraft hat, die etwas Verbindendes, etwas Identitätsstiftendes, etwas Nachhallendes, etwas Resonierendes hat, was weit über den Vordergrund des Gezeigten hinausgeht. Und da sind wir bei KI. Denn die KI kann nur noch Vordergrund. Die macht nicht mehr den Prozess, die macht nicht mehr das Soziale. Aber wird man das erkennen? Wird die zukünftige Generation, ich rede von den nächsten 5 bis 10 Jahren, erkennen können? Das kann man jetzt schon nicht und das ist einer der Irrtümer. Wir könnten das, wir konnten das noch nie. Da müssen wir mal kurz in die Geschichte zurückgehen. Du hast darauf verwiesen, dass Autotune 25 Jahre alt wird. Das war ja damals tatsächlich nicht das Mikro selber, sondern direkt dahinter ein Algorithmus in einer kleinen Kiste, die unfassbar teuer war übrigens. Und dieser Algorithmus hat genau eine Sache gekonnt, nämlich das, was du gemacht hast, in ein Raster zu packen. Das hat sich nicht dafür interessiert, was du machst, das hat sich nur für sein Raster interessiert. Und alles, was reinging, ist in das Raster gedrückt worden. Ja? Und das ist schon mal interessant, weil das nämlich keine Zauberkiste war, sondern was ganz Profanes. Und wie war deine Frage? Wie die Rezeption in den nächsten 5 bis 10 Jahren sein wird, von diesem, von euch beiden auch jetzt schon so oft besagten Live-Moment. Ich weiß genau, warum ich gerade zu Autotune zurückgegangen bin. Also wenn wir über die nächsten 10 Jahre nachdenken, und ehrlich gesagt, es ist mir noch nie so schwer gefallen wie im Moment, weil diese Revolution, die da gerade stattfindet, als gesellschaftliche, als marktbezogene, als globale Entwicklung eine Dynamik hat, die wir alle noch nicht erlebt haben. Das ist wirklich neu. Aber wenn wir 50 Jahre zurückblicken, dann sind wir irgendwo in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und da gab es ein Experiment, und ich glaube, es waren sogar vielleicht 70 Jahre, eher in den 50er Jahren, ELISA. Einige werden das kennen. Es ist nämlich erschütternd, wenn man sich klar macht, was wir alles nicht gelernt haben in der Zeit, die wir hatten, Dinge zu lernen.
ELISA war ein System, was mit künstlicher Intelligenzforschung in ihren Anfangsgründen verbunden war. Da gab es aber noch gar keinen Computer, der was getan hat, sondern es gab ein automatisiertes System, was einfach Standardfloskeln für einen Gesprächsfortlauf, also für die Verstetigung eines Gesprächsablaufs, einprogrammiert hatte, mhm, abrufbar. Und dieses Gesprächsmodul saß einem Menschen gegenüber in einer isolierten Situation und hat immer gesagt, ah, das ist ja interessant. Was macht das mit Ihnen? Solche Dinge. Ja? Nein. Und hat man natürlich nicht gesagt, das klappte was um und da stand dann drauf Nein, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und das Irritierende ist, dass die Menschen eigentlich wussten, dass das ein Automat ist. Sie wussten nicht, dass hinter der Scheibe keiner sitzt, der den Automaten umschaltet, sondern dass der einfach algorithmisch irgendetwas etwas Randomisiertes rauswirft. Und die Leute haben binnen 20 Minuten sich total geöffnet und intimste Dinge gestanden. Intimste Dinge ausgepackt, weil sie endlich jemanden hatten, der ihnen zugehört hat und nicht reingeredet hat. So, und jetzt sind wir in der Gegenwart, weil im März dieses Jahres OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, ein ich glaube, 30-seitiges PDF veröffentlicht hat, warum sie erstens nicht mehr Open Source machen. Also die waren ja eine Non-Profit-Organisation, die jetzt For-Profit ist und haben ihre Open Source-Policy komplett eingestellt. Und sie haben das getan, indem sie darauf hingewiesen haben, wie gefährlich diese Technologie für die Öffentlichkeit ist und dass die Öffentlichkeit nicht in der Lage damit umzugehen. Damit ist damals der Begriff der Halluzination in eine breite Öffentlichkeit gekommen, denn diese Systeme halluzinieren. Was aber der Grund ist für diesen Schlenker, den ich gerade mache, in diesem Text steht der Begriff Over-Reliance drin. Ein Technologieanbieter sagt, ihr als Gesellschaft seid gar nicht in der Lage, mit meiner Technologie umzugehen, denn ihr könnt gar nicht abstrahieren, ob die Technologie was tut oder ein Mensch das tut. Und das wirft wirklich Fragen auf. Und eine der zentralen Fragen ist für mich, warum wir eigentlich in den Geisteswissenschaften in den letzten 100 Jahren nicht längst begriffen und uns darauf verständigt haben, dass wir trennen müssen zwischen der Rezeption und der Produktion. Es ist eben nicht identisch. Die beiden Systeme sind nicht identisch. Als Filmkomponist weiß man das. Wenn man einmal in einem Kinosaal gesessen hat und man hat in einem sehr dunklen, dramatischen Film über Schuld und Verstrickung und Ohnmacht einen Lacher reinprogrammiert, also dramaturgisch reingesetzt, um einen Release-Moment herzustellen. Das Publikum lacht auch, aber an einer anderen Stelle. Und zwar das ganze Publikum, ja? Und nicht hämisch. Also die lachen den Film nicht aus, sondern es gibt den Bedarf, sich zu verhalten und irgendjemand kann nicht mehr und fängt an zu lachen, die anderen machen mit und haben einen kurzen Moment der Entspannung. Und am nächsten Abend der gleiche Kinosaal, der gleiche Film, ein anderes Publikum, sie lachen wieder und wieder nicht an der programmierten Stelle. Das Publikum macht, was das Publikum will. Das ist eine Blackbox für uns. Wir wissen das nicht. Wir können versuchen, durch Erfahrung, und das ist gerade meine Aufgabe als Komponist, auch mit den Ohren eines Publikums zu hören, das ich nicht kenne, und eine Übersetzungsleistung zu bringen. Aber diese Demut, die daraus entsteht, zu erfahren, dass das Publikum mit dir einen Vertrag macht und vielleicht mitspielt oder eben nicht, das ist etwas, was wir überhaupt nicht übertragen auf die gesamte Debatte über künstliche Intelligenz. Wir könnten das alles wissen, wir könnten das alles auch in der Breite verstanden haben. Jetzt weiß ich nicht genau, wie es in Österreich ist. Ich befürchte, es ist auf einem Weg, den wir in Deutschland längst beschritten haben. Wir haben ja wir haben ja sinnliche Bildung, kulturelle Bildung, das Erleben von Kultur aus dem Schulbetrieb komplett verbannt. Und es gibt junge Menschen, die nie die Chance bekommen zu lernen, wie hoch die Decke ist, nach der man sich strecken kann, die nicht wissen, was es bedeutet, in einem Sinfonieorchester zu sitzen, in einem Rockkonzert zu sein. Und jetzt argumentiere ich die ganze Zeit mit Musik. Man kann das aber völlig erweitern. Ich habe neulich mit meinem 13-jährigen Patenkind den Into the Spider-Verse Animationsfilm gesehen. Das ist eine Explosion von Kreativität. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, was da alles drin ist. Und der Kleine neben mir hat sich so gefreut, er hat so gefeiert. Und dem hat nämlich jemand erklärt, dass das Menschen gemacht haben und was das für eine Bedeutung hat, dass das bedeutungsstiftend ist. Ja, der kann das erkennen und der kann das als Spielball annehmen und zurückspielen und geht in eine Interaktion. Und wir sind, ich sage das inzwischen an vielen Stellen, einfach ehrlich gesagt hier in Westeuropa inzwischen wohlstandsverwahrlost, weil wir nämlich glauben, uns stünde das alles zu Wohlstand und Demokratie und so, wir müssten nichts mehr dafür tun und wir glauben, das geht jetzt auch so weiter, nur jetzt müssen wir noch weniger tun, weil die Kisten machen Ergonomie. Und das ist natürlich ganz großer Bullshit.
Das ist eine ganz unfassbar gefährliche Situation. Und das sage ich in der ganz ausdrücklichen Anerkenntnis, dass diese Technologie da ist, dass sie nicht wieder weggehen wird und dass die Technologie per se nicht böse ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es kann nicht darum gehen. Sondern unser Umgang damit ist unreflektiert. Und deswegen sind wir gezwungen, auf uns zu gucken als Gesellschaft und zu gucken, was wir überhaupt verteidigen wollen gegen eine Technologie, die geeignet und geneigt ist, uns zu übernehmen. Nicht umsonst sprechen wir ja in der ganzen Debatte die ganze Zeit von dem Begriff Substitution. Es werden Menschen ersetzt durch eine Technologie. Ja? Und bis wohin und an welchen Stellen wollen wir das eigentlich zulassen? Ängste werden geschürt. Gleich Ängste werden damit geschürt, es ist der Verlust des eigenen Berufs, des eigenen Jobs, noch nicht des Berufsstandes, aber des eigenen Jobs steht im Raum. Unwahrheiten zirkulieren, wir verstehen es nicht. Ich muss dir recht geben, genau diese Diskussion wird nicht darüber geführt. Du hast vorhin in einem Gespräch zu mir gesagt, wir sagen immer, wir müssen das Gerät verstehen, wir müssen diesen Algorithmus verstehen. Richtig, ja. Und du sagst, nein, wir müssen einmal uns verstehen. Wir als Menschen, was sind denn unsere Bedürfnisse? Wie wollen wir denn miteinander leben? Und da in diesem Kontext müssen wir auch mit den computergenerierten weiteren Möglichkeiten umgehen. Wobei ich davor warnen würde, zu glauben, man müsse dann die Technologie nicht verstehen. Denn wenn man sie nicht versteht, weiß man auch nicht, was sie alles nicht kann. Richtig. Aber ich kann ja nicht überall ein Experte sein. Ja. Also da muss ich ja auch jemandem vertrauen. Natürlich muss jemand die KI verstehen, weil sonst hätte sie ja nicht so machen können, entwickeln können. Mhm. Aber dem Menschen oder diesen Menschen muss ich vertrauen können. Mhm. Ja. Sie wollten dazu noch etwas sagen. Ja, nur zwei ganz kurze Anmerkungen. Natürlich kann man nicht sagen, dass eine Technologie böse ist. Ja, Technologie ist moralisch neutral. Aber was man sagen kann, ist, dass jede Technologie gleichsam so etwas wie eine immanente Logik hat, der man sich nicht entziehen kann. Ja? Das heißt, wenn ich eine Technologie habe, deren Aufgabe es ist, menschliche kognitive Tätigkeiten zu substituieren, dann kann ich nicht sagen, mit der könnte man auch was anderes machen, denn dazu ist sie da. Da kann ich nur sagen, entweder will ich das oder ich will das nicht. Ja? Genauso, wenn ich einmal das Auto habe, dann kann ich sagen, ich kann entweder Straßen bauen, damit ich damit fahren kann, denn es ist die Logik des Autos, es braucht Straßen, je mehr Straßen, desto mehr Möglichkeiten, desto mehr Freiheit im Individualverkehr. Aber was anderes kann ich mit dem Auto nicht machen. Und wenn ich das nicht will, dann brauche ich diese Technologie nicht. Ja? Das ist ganz einfach. Dieses Herumlavieren, denke ich, ist ein Teil des Problems. Man kann sich auch offen dazu bekennen, dass man will, dass bestimmte menschliche Fähigkeiten, Tätigkeiten jetzt nicht mehr von Menschen, sondern von Algorithmen erledigt werden, aus vielerlei Gründen, weil es bequemer ist, weil schneller geht, was billiger ist. Das sind drei ziemlich handfeste Gründe. Was die Menschen dann machen, könnte man sagen, die Menschen sind eh kreativ, der wird schon was einfallen. Ja? Wird neue Berufsbilder geben, Standardargument, ja? Wir werden mehr Zeit für uns haben, wir werden vielleicht unsere emotionalen Beziehungen nicht zu anderen Menschen, sondern zu Maschinen kultivieren können, etc. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber wenn man das will, dann soll man es auch laut und deutlich sagen. Das ist das eine jetzt zu diesem Bösen, und da war noch ein Gedanke, aber da ist mir jetzt entfallen, was Sie zum Schluss gesagt haben. Da wollte ich noch eine kurze Anmerkung machen. Aber jetzt falls mal fällt mir, wird wiederkommen. Ich würde jetzt gerne kurz aus dieser Gedankenwelt in die Regulierungsgedankenwelt kommen und einmal kurz rezipieren für uns, also wiederholen für uns alle. Wir haben ja in der MDW diese Veranstaltung gemacht, wo auch der österreichische Vertreter der Europäischen Kommission, Martin Selmayr, anwesend war, der das, finde ich, sehr, sehr gut erklärt hat. Erstens, bis zu dem Zeitpunkt war Österreich, sage ich schon, Europa, also die Europäische Union, der einzige Kontinent, der überhaupt Regulierungen, was die künstliche Intelligenz betrifft, entwickelt hat, die Sorgen und Nöte erkannt hat und begonnen hat, Regulierungen zu entwerfen. Und der Gedanke dahinter ist, dass man gesagt hat, jeder, der auf dem europäischen Unionsmarkt ein mit KI generiertes Produkt anbieten möchte, muss eine komplette Beweislast, womit wurde denn der Algorithmus gefüttert, damit er das alles entwickeln kann. Dafür gibt es dann auch in den einzelnen Mitgliedsländern immer die Regulierungsbehörden, das wäre bei uns die Com Austria, und
Das beginnt mit dem 1. Jänner 2024, gibt den Unternehmen aber noch ein Jahr Übergangsfrist, damit sie überhaupt diese ganzen Protokolle erstellen können. Womit wurde jetzt mein Gerät gefüttert? Womit wurde dieser Algorithmus gefüttert? Wenn man zum Beispiel eine Stimme erzeugt aus 30 vorhandenen Stimmen, muss ich diese 30 Stimmen benennen können. Das ist der Gedanke der Europäischen Union. Und damit möchte ich jetzt überleiten zu dir, Patrick Messe. Er ist im Vorstand von Voice, dem heimischen Sprecher- und Sprecherinnenverband. Und das kleine Österreich hat im Februar auch die KI plötzlich deutlich erkannt. Und wir haben unsere Kollegen in Deutschland und in der Schweiz gebeten, wir müssen reden. Und binnen 8 Wochen wurden wir ein Weltverband. Das ist sensationell. Das zeigt auch, dass die Not, eine Herausforderung, alle zusammenschweißt. Und wir waren ganz eng mit den Kollegen, nicht nur in Europa, sondern vor allem auch in den Vereinigten Staaten, die ja auch mit den streikenden Schauspielerinnen und Schauspielern schon ein ganz, ganz wichtiger Partner waren. Ich würde dich jetzt bitten, was sind die wichtigsten Anliegen seitens UVA, United Voice Artists, so heißt dieser Verband, was sind eure wichtigsten Anliegen und was ist aus deiner Perspektive der Status quo, um dann auch mit Matthias darüber zu reden? Ja, das wollte ich eh schon seit vorgestern. Aber ja, also nein, grundsätzlich leider muss ich dich ganz kurz verbessern, weil das ist das, was die EU gerne hätte, was du gerade beschrieben hast, was aber so leider noch nicht drinsteht. Es steht hätte, leider drin, dass sie just a brief summary of the training data verpflichtend sozusagen einfordern, gesetzlich. Jetzt hat die spanische Präsidentschaft gesagt, ich will nur auf dieses eine Detail, ich sozusagen, hat die spanische Präsidentschaft eingefordert, nein, es muss eine sufficiently detailed summary sein, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir sagen trotzdem, wir hätten bitte gerne alles, weil wir, wie die Credits am Ende eines Films, wer ist daran beteiligt, wessen Daten, wessen Bilder, wessen Sprache, Stimme und so weiter wurde verwendet, damit wir nachvollziehen können und auch bereits geltendes Recht, Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, DSGVO überhaupt einfordern können. Wir haben ja tolle Gesetze in Europa, Gott sei Dank, im Gegensatz zu den USA oder so. Aber die bringen uns alle nichts, wenn wir diese Transparenz nicht haben. Du hast das eh vorgestern so schön gesagt. Da können wir noch so wollen und noch so beharren, wenn wir keine Einsicht in die Trainingsdaten haben. Alles, was sozusagen genutzt wurde, bevor das große Blackbox-Mysterium sein Wunder tut, wie auch immer, dann haben wir keine Chance, dann können wir uns das alles in die Haare schmieren. Also das ist der erste große, wichtige, auch wofür wir jetzt noch kämpfen, wo jetzt am 6. Dezember ist die letzte Trilog oder vielleicht die letzte reguläre Trilogphase, wo wir nochmal an alle Parlamentarier geschrieben haben, dieses Loophole muss geschlossen werden, wenn wir bereits bestehende Gesetze anwenden können wollen, zum Beispiel. Ein anderes großes Ding ist die Kennzeichnungspflicht und da muss ich kurz differenzieren, was Sie vorher gesagt haben, ist grundsätzlich sehr richtig, aber Sie haben das so beiläufig in einem Satz gesagt, so, naja, entweder man muss sozusagen die KI als solches synthetisch irgendwie markieren, labeln, oder sonst machen wir halt so ein Made-by-Humans-Ding und da muss ich ganz klar widersprechen, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich plädiere ganz vehement für eine Kennzeichnungspflicht von synthetischen Daten, Medien, Filmen und so weiter. Wir sind nicht in der Beweislast, dass wir echt sind, das wäre alles nur eine absolute Notlösung und ein drittes, weiß ich nicht, eine Krücke oder so, wenn alles andere vorher versagt hat. Aber die Menschen haben ein Recht darauf zu wissen, zu erfahren, was ist menschengemacht, was ist manipuliert, also nur verändert durch KI und was ist komplett durch KI erschaffen. Um es richtig einordnen zu können. Da geht es um die Kredibilität unserer Medienlandschaft, da geht es um die Kredibilität unserer Politik, unseres demokratischen Grundverständnisses von Wahlen. Wir haben es in der Slowakei gesehen, die Präsidentschaftswahlen wurden definitiv in einer Form beeinflusst. Da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es ist schon Fakt. Das heißt, die Labeling Obligations
müssen bei den Providern von KI-generierten Material liegen und sie müssen unserer Meinung nach, unserer Forderung nach auch ausnahmslos sein. Da ist auch im Moment noch ein riesen Carve-out für Film, Free Speech, Personal Expression of, also wo man sich denkt, entschuldige mal, es ist, diese Rechte sind alle schön und gut und wichtig, aber es ist nicht essentiell für eine KI, ein Freedom of Speech ausüben zu dürfen, um sich dann sozusagen als Wolf unter die Schafe der öffentlichen Diskussion zu mischen und nicht erkennbar zu sein. Das braucht es nicht und das macht auch jede Labeling Obligations obsolet, wenn man die Ausnahmen so breit formuliert, dass man quasi alles damit argumentieren kann. Und nicht nur das, es macht es auch anfällig, das System für Klagen. Also für darf ich da kurz was einwerfen? Ja. Weil das war ja natürlich der Lobbyisten- und Lobbyistinnenkampf Nummer eins seitens jener Unternehmen, die genau in diesem Bereich aktiv sind und zwar schon seit langem aktiv sind oder neu auf den Markt gekommen sind. Und damit ist aber auch das politische Vorhaben ein bisschen in die Kritik geraten. Ja, wenn wir das in Europa nur machen, das ist ein großer Nachteil für die Kreativlandschaft und auch für die Unternehmerinnen und das ist ja auch Blödsinn. Und da hat die Kommission eigentlich sehr klug geantwortet, indem sie gesagt hat, vergessen wir nicht, dass die Europäische Union ein wichtiger Markt ist. Einer, auch wenn wir viele Länder haben, wo es uns finanziell, wo es den Menschen finanziell nicht so gut geht, ist es ein kaufkräftiger Raum. Und so kaufkräftig, sodass gerade im Entertainment-Bereich die USA uns braucht. Absolut. Uns unbedingt braucht. Ja? Und mit diesem Bewusstsein zu sagen, und wenn wir die ersten und einzigen längere Zeit sind, es wird eine Vorbildwirkung haben, man wird sich ändern müssen. Jetzt hat sich aber generell in der Betrachtungsweise global einiges geändert, Matthias, und da weißt du mehr. Ja, ich muss vielleicht kurz um Entschuldigung bitten, weil ich ja echt einen langen Exkurs vorhin gemacht habe und wahrscheinlich deine Frage gar nicht beantwortet habe, sodass jetzt streng genommen gar nicht erklärt ist, worüber du gerade gesprochen hast und da kannst du jetzt nichts für. Ich versuche das jetzt ein bisschen wieder aufzufangen. Wir haben viele Punkte, die ich jetzt kurz einmal erläutern muss und ich will es wirklich versuchen knapp zu halten, schon gestreift. Nämlich zum Beispiel, was wird eigentlich gebraucht, um die Systeme zu trainieren? Das ist der Terminus, Trainingsdaten. Was wird gebraucht, die zu trainieren? Wo kriegt man das her? Ist das legitim? Hat es möglicherweise Rechtsverstöße gegeben bei der Besorgung dieser Daten? Das ist die erste Frage, die im Raum steht. Dann müssen wir drauf gucken, was für Daten sind es eigentlich? Und zwar jetzt nicht. Also wir müssen unterscheiden, sind es personenbezogene Daten zum Beispiel, Ihre Krankenakten, ja, sowas, ist nämlich alles mit dabei, Bewegungsdaten, Mobilfunk, also alles, was irgendwie verfügbar war und findbar war, ist halt herangezogen worden. Und diese Maschinen, die damit trainiert werden, sind Meister in einer Sache und das absolut fraglos, Mustererkennung. Das heißt, ich bin so ein bisschen fassungslos, wie viele Menschen mir immer wieder gegenüber sitzen und mich völlig ratlos angucken, wenn ich ihnen das sage. Weil das heißt, also ich mache mal ein kurzes Beispiel, ihr kennt das schon. Kurz bevor, fast auf den Tag genau, vor einem Jahr ChatGPT-3 öffentlich freigeschaltet wurde, dann mit anderen Produkten auch. Was für ein Zufall, dass das alles binnen 14 Tagen geschehen ist, als ob das jemand orchestriert hätte. Ne? Und kurz einige Monate zuvor kam ein Plugin auf den Markt, das hieß Lensa. Und dieses Plugin Lensa war eines, was man benutzen konnte, um in seinen Social Media Accounts, also zum Beispiel Facebook oder Instagram oder TikTok oder so, ein lustiges, Science-Fiction-mäßiges oder fantastisches Profilbild von sich selbst zu erstellen. Lensa zu bedienen kostete, also das zu verwenden, kostete, glaube ich, ungefähr 9 Dollar, 8 Dollar. Es war ein amerikanisches Unternehmen, um es benutzen zu können, musste man erstens zahlen, zweitens die AGB unterzeichnen, die liest ja eh keiner, und drittens 10 hochauflösende Bilder von sich hochladen, damit ja das System auch das eigene Gesicht erkennen kann. Die hat man auf einen Server in den USA geladen. Das hat man mit den AGB auch zugestanden, dass das in Ordnung ist. Da sind alle Datenschutzglocken in Europa wirklich schon komplett am Schrillen, aber wir sind zu blöd, das zu begreifen.
Und danach hat man dann ein Bild bekommen von sich selbst in einem, von deinem eigenen Gesicht in einem Stormtrooper-Kostüm oder sowas. Die waren auch echt unterhaltsam. Ja? Und plötzlich haben Tausende von Leuten, auch kluge Leute in meinem Umfeld, sich so ein Bild gemacht. Und ich habe immer sofort gewusst, was die gemacht haben dafür. Die haben sich biometrisch nackig gemacht. Die haben selbst einem Unternehmen in den USA die Möglichkeit gegeben, sie in jeder Menschenmasse dieser Welt, auf jedem Kontinent, an jedem Ort wiederzuerkennen. Und zwar eindeutig, weil sie nämlich sogar bezahlt haben. Das heißt, die Identität war sogar verbrieft. Ja? Da ist schon wieder diese Schnittstelle zwischen der Technologie, der Verantwortungslosigkeit der Anbieter und unserem Umgang damit. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir uns klar machen, wir sprechen hier jetzt aus einer Kulturperspektive über die Dinge, die für uns existenzsichernd sind. Und das hat mit Vergütung zu tun, das hat was mit Nutzungsrechten zu tun und das hat vielleicht auch was mit Schadenersatzforderungen zu tun in diesem konkreten Thema. Aber tatsächlich ist das Thema viel, viel größer, weil der Datenbestand, der gescraped, also herangezogen wurde und zum Training verwendet wurde, wirklich uns alle komplett enthält. Und alles, was damit gemacht werden kann, ich meine, jetzt haben alle die Stimme von diesem Mann neben mir gerade gehört. Man könnte meinen, der müsste was mit Sprache machen, beruflich. Ne? So, und diese Stimme ist jetzt auf einer Aufnahme und es dauert 5 Minuten aus dieser Aufnahme, eine KI damit zu trainieren, ein Voice-Cloning dieser Stimme zu machen und diese Stimme, dieses Menschen Dinge sagen zu lassen, die er nie gemeint hat. Ja, und das ist geschehen und das ist auch schon im letzten Jahr geschehen, als Emma Watson meinen Kampf las. Zum Beispiel, ich habe auf meinem Smartphone eine Aufnahme des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz mit einer Grußbotschaft an mich. Ist sehr schmeichelhaft und hat ungefähr 2 Stunden gedauert, das zu machen. Damals vor einem Dreivierteljahr. Und was da geschieht, ist, dass die Person getrennt wird von ihrer Stimme oder von ihrem Bild. Also von ihrem Gesicht konkret in dem Fall. Und plötzlich sind wir nicht mehr im Urheberrecht, denn es ist gar keine Leistung erfolgt und es ist keine Aufnahme erfolgt. Nein. Leistung und Aufnahme würden aber geschützt. Es geht auch nicht um ein Werk. Das heißt, das Urheberrecht greift nicht mehr. Wir haben kein Schutzrecht, was uns noch retten könnte. Wir sind geworfen aufs allgemeine Persönlichkeitsrecht. Genau. Und das hat aber keine Instrumente, mit sowas umzugehen. Und schon gar nicht ein Instrument, das einzupreisen. Und da sind wir mitten in einer gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsdebatte. Wenn nämlich unsere Daten, die wir ununterbrochen produzieren, selbst wenn wir Dinge nicht tun, also wenn wir auf YouTube unterwegs sind und scrollen und irgendwo kurz zögern, um zu überlegen, ob uns was interessiert und dann weitermachen, dann ist das ein Datum, das ich nicht geklickt habe. Ja? Mein Zögern und mein Nichtklicken ist ein Datum und man weiß schon wieder etwas mehr über mich als User. Und diese Daten werden in der Datenökonomie, in der wir uns befinden, die sind ein Teil der Währung. Die werden uns aber nie gut geschrieben, sondern wir müssen immer trotzdem noch bezahlen. Und jetzt ist die Situation die, dass wir durch jeden neugierbedingten Zugriff auf ChatGPT und andere Systeme die Systeme trainieren. Wir sind ein Teil der Maschine an der Stelle. Ja? Und dass eben jetzt dieses unglaubliche Wachstum dieser Technologie gerade stattfinden kann, ist im Wesentlichen gar kein technologisches Wachstum. Das haben wir auch schon gehört heute, dass die Technologie ja gar nicht so neu ist, sondern es ist ein Wachstum des Ressourcenzuflusses. Und dass wir alle diese Neugier dahin fokussieren, bedeutet, dass die Kapitalgeber dahin gehen und da ihr Geld hin tun. Und plötzlich kriegt also OpenAI im März 10 Milliarden Dollar Venture-Kapital von Microsoft. In Deutschland waren wir wahnsinnig stolz in dem Moment, dass das Unternehmen Aleph Alpha aus Heidelberg 100 Millionen Venture-Kapital bekommen hat. Und das war sogar Thema im Bundestag. Wie toll das ist. Ich meine, da kann man auch sehen, wie sehr wir nicht anstinken können gegen das, was auf anderen Kontinenten und in anderen Rechtsräumen tatsächlich gerade geschieht an Disruptionen. Und deswegen stellt sich wiederum in der Nachhaltigkeitsperspektive die Frage, ob wir uns das überhaupt leisten können, jetzt zu sagen, wir wollen diesen technologischen Fortschritt nicht aufhalten und dafür aber unser gesamtes Tafelsilber oder wie Ranga Yogeshwar sagt, das Weltwissen einfach verscherbeln. Ja? Mhm. Wir machen eine Enteignungsregel in ein Gesetz und sagen, gehört euch jetzt, benutzt das. Ja? Und damit, auch wieder Ranga Yogeshwar, trainieren wir ein System, was anschließend uns umbringt. So. Ich glaube, da müssen wir jetzt den Herrn Liesmann den Floor geben dürfen. Bitte. Ja, nur ganz kurz noch einige Punkte. Mir ist auch wieder eingefallen, was ich vorher noch sagen wollte. Vielleicht, ich gehe jetzt auch mal zurück zu diesem ELISA-Programm,
das Joseph Weizenbaum entwickelt hat in den frühen 60er Jahren, und das war schon ein Computer. Ja, das war wirklich schon ein Computer, und das war der erste Chatbot, der wirklich funktioniert hat auf unglaublich primitive Art und Weise, der aber, wie Sie richtig gesagt haben, etwas gezeigt hat, was uns immer verfolgt, nämlich wir fangen sofort an, zu diesen durch Algorithmen produzierten Zufälligkeiten, die uns entgegenkommen, emotionale Beziehungen aufzubauen. Das heißt, diese Bereitschaft bei diesen Menschen, die ja gewusst, das waren, denen jetzt gesagt worden, es ist ein Computer und der ersetzt jetzt den Therapeuten. Das waren ja Menschen, die eine Therapie gesucht haben. Ja? Und die waren sofort nach der dritten Frage, oder nach der dritten Antwort, wie Sie richtig gesagt haben, bereit, sich zu öffnen. Da könnte man auch sagen, die haben sozusagen alles von sich hergegeben, aber sie haben auch etwas bekommen dafür. Sie haben das Gefühl gehabt, endlich verstanden worden zu sein, was ein menschlicher Therapeut oft nicht schafft. Und deswegen würde ich auch am Ende von dem, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, gehe mit allem mit, nur bei einem Punkt wäre ich vorsichtig. Es ist ja nicht so, nicht ausgemacht, ja, dass wir geben zwar alles her an Daten, die werden verarbeitet, die werden vernutzt, die werden eingespeist, die Algorithmen werden darauf trainiert, um uns zu vernichten, da würde ich ein großes Fragezeichen machen, denn wir kriegen ja auch was zurück. Ja, jeder Student, der jetzt keine Bachelorarbeit mehr schreiben muss, weil das ChatGPT erledigt, der hat das Gefühl, er ist der Winner in dieser Situation. Er verachtet denjenigen Kommilitonen, der für etwas, wofür er gerade, wenn er es auch noch kontrolliert, einen Nachmittag gebraucht hat, ein halbes Jahr dort sitzt oder drei Monate dort sitzt. Das ist das normale, der normale oder der bisherige Zeitraum für etwas. Aber damit verschieben Sie ja die Akteure. Getötet wird ja nicht der Student, der es benutzt, sondern getötet wird in dem Bild von Ranga Yogi. Ja. War ja der Trainer, der Lehrer. Der Lehrer, das ist auch eine unglaublich interessante und heikle Sache. Ja? Denn das, was ich vorhin sagen wollte, ist bei dem Punkt, wir müssen schon auch verstehen, diese Maschinen zu verstehen. Ja? Es gibt eine äußerste Grenze des Verstehens. Das Problem besteht darin, dass diejenigen, die diese Maschine programmiert haben und diese trainieren, nicht mehr wissen, warum die tun, was sie tun. Ja? Das heißt, diese Maschinen entwickeln eine Eigendynamik. Manche haben Selbstlernprogramme implementiert, das heißt, die suchen sich dann irgendwo etwas, woran sie sich weiter trainieren, aber wir wissen nicht, wo sie sich etwas suchen. Deswegen ist das schon blauäugig, dieses Konzept, ich muss nachweisen können, an welchen Materialien, an welchen Daten, an welchen Aktionen jemand hier trainiert worden ist. Das mag vielleicht bei ganz einfachen Algorithmen gehen, wenn ich sozusagen so einen bilderzeugenden Algorithmus mit Van Gogh-Bildern einspeise und dann kann der, ich sage dann, male jetzt, was weiß ich, den Stephansdom in der Art von Van Gogh, dann kriegt er das hin. Da kann ich schon sagen, ja, das waren lauter Van Gogh, sonst wäre das nicht so rausgekommen. Das ist aber ein Spezialfall, das ist nicht die Regel. Das Zweite ist, was vollkommen vergessen wird, zu diesen Trainingsprogrammen gehören unzählige, manche Statistiker sprechen von Millionen von Menschen weltweit, die händisch diese Algorithmen trainieren. Das heißt also, die genau, und gerade bei Sprachalgorithmen ist das so, das heißt also, die haben vor sich eine ganze Liste von Fragen und möglichen Antworten und sie müssen ankreuzen, die plausibelste Antwort, und die wird dann eingespeist. Ja? Daran orientiert sich dann der Algorithmus. Er selber weiß nicht, was plausibel ist. Da sitzen Menschen, die das entscheiden müssen. Oder wie ein für das autonome Fahren. Ja, da muss dieses autonome Automobil muss ja alle Verkehrssituationen kennen. Das hat keinen Sinn für Verkehrsregeln. Ja? Sondern das muss 1000 Stopptafeln in allen möglichen Perspektiven vorgeführt bekommen. Und da muss ein Mensch dabei sein, der bei jedem, der so ein Bild eingibt, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ja, und da gab es ja diesen tragischen Fall, dass ein autonomes Automobil eine Frau überfahren hat, die ein Rad über einen Zebrastreifen schob, und dann ist man draufgekommen, was war der Fehler. Dieser Algorithmus ist programmiert worden in all denkbaren Situationen. Er hat genau gewusst, er darf keine Radfahrer überfahren, er darf keine Fußgängerinnen überfahren, er darf keine Kinder überfahren, er darf keine Menschen überfahren. Aber der Mensch, der das programmiert hat, hat vergessen, ein Bild einzugeben, nämlich das Bild eines Menschen, der ein Fahrrad schiebt.
Das hat der Computer nicht gekannt und er ist einfach weitergefahren. Denn er hat nicht logisch kombiniert, Räder darf ich nicht umfahren, Menschen darf ich nicht umfahren, also darf ich auch mit Menschen plus Rädern umfahren. Und das ist aber menschliche Arbeit, die dahinter steht. Mhm. Fällt die überhaupt unter diese Kriterien von sozusagen Nachvollziehbarkeit, ob hier jetzt Persönlichkeitsrechte, Urheberrechtsrechte verletzt werden, der kann ja genau sagen, ne, habt ihr einfach angestellt, die werden denkbar schlecht bezahlt, aber immerhin, das ist ja kein Kriterium, der hat angestellt und die Menschen bewerten das. Da wird niemandes Persönlichkeitsrecht und auch niemandes Urheberrecht verletzt. Und weil wir ja auch über Kunst gesprochen haben, ich bin jetzt kein Apologet dieser Internet- oder dieser Konzerne, aber ein Argument, das hat dann auch eine Rolle spielt, finde ich einfach jetzt ästhetisch-philosophisch natürlich schon hochinteressant, wie war es denn in der Kunst bisher, ja? Haben Künstler nie auf das zurückgegriffen, was andere vor ihnen gemacht haben? Haben sie nicht hemmungslos Anleihen genommen, variiert, ja sogar plagiiert, ohne dass es da irgendwo Urheberrechtsdebatten gegeben hätte? Es sind dann die Musikwissenschaftler, die Literaturwissenschaftler, die Theaterwissenschaftler, die Kunstwissenschaftler hergekommen und haben da so Filiationen aufgestellt. Man kann die Einflüsse nachweisen. Ja? Also hätte der junge Goethe nicht die Brüder Stolberg gekannt, hätte er nie die Sesenheimer Lyrik schreiben können. Ja, der hat einfach natürlich übernommen, hat variiert, hat abgeschrieben. Ja? Man dachte, die haben nicht mal eine Flasche Wein bekommen dafür. Was heißt ihr Urheberrecht? Ja? Das heißt also, die Kunst lebt davon, dass ständig angeeignet wird und weiterentwickelt wird. Gar nicht so im Sinne jetzt, wenn man so sagen, politisch prekären kulturellen Aneignung, sondern einfach im Grunde eines ästhetischen Schaffensprozesses, weil niemand fängt von null an. Jeder hat angefangen, die Maler, die auf der Akademie gelernt haben, alle angefangen kopieren. Ja? Kopieren große Meister, variieren großer Meister. Und dann muss Eigenes machen. Aber die Kopie, die am Anfang stand, steckt noch immer drinnen. Und genauso könnte man argumentieren, arbeitet der Algorithmus. Ja? Er kopiert zuerst, dann variiert er, dann kombiniert er mit was anderem und dann kommt was Neues raus. Das ist die Simulation eines ganz normalen Schaffensprozesses. Und wie will ich hier dann ein Urheberrecht einklagen? Ja, dann müsste ich nämlich auch bei menschlichen Akteuren, die solche Mechanismen an den Tag legen, das genauso einklagen. Na, dann möchte man nicht anschauen, wie dann der Kunstbetrieb ausschaut. Und noch etwas Drittes, und das ist eine technische Frage, jetzt kommen wir doch noch ins Breite, man hat es gedacht, wir sind alle einer Meinung. Das ist dann eher noch eine technische Frage. Was bringt eine Regelung oder was bringt ein Gesetz, jetzt nicht ein Verbot, sondern einfach nur eine Regelung. Also genau diese Bestimmung zum Beispiel, dass ich auflisten muss, wo jemand trainiert worden ist. Was bringt das, wenn ich keine Chance habe, es zu überprüfen? Das ist zum Beispiel das Problem, das wir in den Universitäten haben. Plagiate konnte man entdecken. Ja, wenn man selber als Professor sehr, sehr fleißig war, indem man das alles recherchiert hat oder einem das verdächtig vorgekommen ist, heute mit der Plagiatsoftware. Ja? Aber einen von einer generativen KI erzeugten Text, an dem kann ich nicht nachweisen, dass er von einer generativen KI erzeugt worden ist. Ich kann es nur vermuten. Ja? Ich weiß, es gibt den Mythos, dass es Software gibt, die das kann. Die ist schon längst wieder von findigen Studenten der Technik überlistet worden. Ja? Und genau. Das heißt also, ich hink ja immer nach. Im Prinzip kann ich es nicht nachweisen. Ja? Das heißt, bei komplexeren generativen Produkten, ja, kann der sagen, was immer, was trainiert worden ist oder woran das nicht trainiert worden ist. Ich habe keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ja? Also die Kopie des Meisters, um dann meinen eigenen Weg zu finden, ist natürlich, kann man durchaus diskutieren, wo ist hier das Urheberrecht geblieben. Nur ich glaube, das ist jetzt weniger im juristischen Bereich zu verstehen. Meine Antwort, es macht die Masse aus. Wie viele Studenten? Man kann das aber auch juristisch fassen durchaus. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen sortieren jetzt. Ja, bitte darum. Ja. Ach, der Patrick wollte dazu was sagen, aber bitte, macht euch... Ja. Sorry, gerne. Ja. Ich habe bei mir viele Punkte aufgestaut. Ja. Ich bin selber froh, wenn ich hier präzise Antworten bekomme. Ja. Also, erstmal, ich fange mal von hinten an, der Nachweis. Also, ich unterrichte unter anderem an der Uni Basel. Da ist inzwischen einfach so, dass die Tendenz dahin geht, sehr viel mehr mündliche Prüfungen in Zukunft zu machen. Da kann man nämlich einfach, es sei denn, man hätte ein Implantat, da spielt das dann auch
noch nicht so eine Rolle. Nur mal so kurz dazu, klar, es gibt, gibt ein Hase-Igel-Rennen. Ne? Also es wird, was, wird eine Detektionssoftware entwickelt und dann wird die gleich wieder gelernt, also sie wird wieder integriert, und zwar indem sie in das System reingeholt wird, und dann macht der Nächste was. Und also das wird nicht der Weg sein, den wir tatsächlich gehen können, und sie weisen ja selber auch immer wieder darauf hinaus, technisch bedingte Probleme mit Technik lösen zu wollen, ist ohnehin eine etwas schräge Idee, der wir aber sehr verhaftet sind. Das halte ich für Unsinn. Genau. Wir werden also mit menschlichem Verhalten dagegen angehen müssen, gegen diese Art von Plagiatsproblematik, wobei der Begriff des Plagiats, dann sind wir bei dem Thema Standing on the Shoulders of Giants und Aneignung und Weiterverarbeiten oder Weiterentwickeln, aneignen können die Systeme, weiterentwickeln können sie halt nicht, und das ist genau der Unterschied. Also es gibt ja die Rede vom stochastischen Papagei, und ich denke, sollte es passieren, dass irgendein ein KI-Spezialist uns zuhört, dann wird er spätestens jetzt fuchsteufelswild werden, weil die natürlich behaupten, das sei alles kompletter Unsinn. Es ist aber eben kein Unsinn. Es ist genau das, was die Systeme machen, nämlich Nähe abbilden und Wahrscheinlichkeiten abbilden und eine Vorhersage machen. Und die Idee eines stochastischen Papageis finde ich deswegen so schön, weil sie so ein Bild in unseren Kopf, in unsere Köpfe setzt, das uns erlaubt, wenigstens über eine gemeinsame Vorstellung zu sprechen. Und ich glaube fest, dass wir daran festhalten müssen, dass das aktuell der Status quo ist. Jetzt muss man eine Sache dazu sagen, die Systeme sind so entwickelt, dass in dem Model, also was das Ergebnis des Trainingsprozesses ist, das ist das Model, das ist keine Datenbank, sondern es ist einfach ein abstrakter Raum von Näheverknüpfung und Nähebeziehungen. Und in diesem Model sind also die Inhalte nicht mehr selbst enthalten, und deswegen kommen wir jetzt zu dem ersten Punkt zurück, von dem Sie sprachen oder auf den ich mich beziehen möchte. Sie hatten gesagt, es sei blauäugig zu glauben, man könne da mit dem Urheberrecht was machen. Das ist überhaupt nicht blauäugig, sondern es hat was mit der technologischen Ebenentrennung zu tun. Wir haben eine Input-Ebene, auf der gescraped und trainiert wird. Wir haben eine Model-Ebene, auf der dann anschließend die Verarbeitung stattfindet. Das ist die Blackbox, von der Sie gesprochen haben. Und diese Blackbox ist übrigens nicht so, dass sie nicht beeinflusst würde. Wir verstehen sie nicht, das stimmt. Da gibt es auch fast keinen Widerspruch zu dieser Feststellung. Und gleichwohl nehmen wir Einfluss drauf. Ja, nämlich zum Beispiel durch eine Randomisierung. Es gibt nämlich quasi keinen Output, das ist die dritte Ebene, keinen Output der generativen KI-Systeme, der nicht einer Randomisierung, also einer zufallsalgorithmischen Steuerung unterliegt. Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil ansonsten ja lauter Originale rausfließen könnten. Und das wäre teuer auf Dauer. So, weil wenn lauter Plagiate rauskommen aus den Systemen, dann gibt es nämlich wirklich ein Problem. Ja? So, das ist doch aber interessant, dass diese Randomisierung offenbar so nötig ist, dass man sie auf vorderster Ebene an der Stelle immer ausnahmslos einbaut. Das kann sein, dass man damit tatsächlich die Vielfalt der Ergebnisse beeinflussen will. Das glaube ich tatsächlich auch, das ist eines der zentralen Argumente. Und gleichzeitig denke ich auch, wir sollten uns das genauer angucken, ob da nicht noch anderes Kalkül drin steckt. Denn was im Moment passiert, und da sind wir beim Thema Kennzeichnungspflicht, das ist, dass Verbreiter von Inhalten, und zwar unabhängig davon, von wem die Inhalte kommen, sie müssen ja irgendwelche Kanäle finden, um zu einem Publikum zu gelangen, Verbreiter wie Tolino, also E-Books, alle Self-Publishing geeigneten Kanäle von Amazon oder auch YouTube, mit dem User-Generated Content, die alle erlassen in den letzten 14 Tagen über ihre AGBs die Bedingung, dass man alles, was von einer KI hergestellt wurde, kennzeichnen muss, weil sie nämlich damit die Haftung auf die Uploader abwälzen wollen. Ja? Und das heißt, wir haben hier offenbar eine Dynamik, die anerkennt, dass wir die Probleme haben, über die wir reden, und wir haben auch eine Dynamik, wo wir sehen müssen, dass der Umfang der Daten, die zum Training herangezogen wurde, mindestens in dem Zeitraum bis 2019, darüber haben wir heute noch nicht gesprochen, ohne eine Rechtsgrundlage herangezogen wurde. Ab 2019 ist im europäischen Urheberrecht durch die europäische Urheberrechtslinie die sogenannte Text- und Data-Mining-Schranke, also eine Ausnahmeregelung, festgelegt worden. Die war dann übrigens noch gar nicht in Kraft, aber dann stand sie zumindest schon mal in einer Regulierung. Und das Sammeln der Daten hat aber spätestens 2007 begonnen. Und wir haben also einen Zeitraum von Pi mal Daumen 12 Jahren, wo wir davon ausgehen müssen, und auch da gibt es relativ wenig Widerspruch im Moment,
zu dieser Bestandsaufnahme, dass das ohne Rechtsgrundlage geschehen ist. Und zwar 100% aller digital verfügbaren Inhalte. Das muss man sich mal vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist so groß. Ja, und wir diskutieren darüber, ob es legitim ist, sich dagegen zu wehren. Statt dass wir darüber diskutieren, wie es sein kann, dass schon wieder amerikanische Konzerne ankommen und uns wegnehmen, was uns gehört und wovon jemand wie ich leben muss. Ich lebe von meinen Tantiemen. Ja, ich kann nämlich nichts verkaufen als Filmkomponist. Ich lebe nur von Nutzungsvergütungen. Ja, und schon wieder stehen wir da, wie vor 25 Jahren, als MP3 als Technologie sich verbreitet hat. Und haben jetzt einmal eine History-Repeating-Situation mit einem zweiten Napster-Moment, wo jetzt schon wieder die EU oder Kräfte in der EU sagen, oh, jetzt müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir den Fortschritt nicht behindern. Dann machen wir mal lieber keine Haftung. Weil wenn wir niemanden haften lassen, dann können die Leute sich ja frei entfalten. Und das ist so irrwitzig. Das ist so irrwitzig. Und ich bin so froh, dass ich kein Jurist bin. Ich darf mich da jetzt echauffieren. Ja, also das ist so, das ist, also wenn es nicht volkswirtschaftliche und kulturelle und vielfaltsgefährdende Implikationen hätte, wäre es immer noch einfach so es ist so ehrenrührig, dass jemand anderen zugesteht, einfach meine Sachen zu nehmen und nichts dafür tun zu müssen und sagen zu müssen, ey, ist doch für einen gemeinsamen Fortschritt, stell dich nicht so an. Ja. Ja, aber das ist ja ein Thema, das wir sozusagen seit Anbeginn des Internet haben. Ja, wir haben ja immer diese Illusion gehabt, das Internet demokratisiert das Wissen, demokratisiert die Kreativität, macht traditionelle bürgerliche Eigentumsbegriffe obsolet. Es hat ja auch genug Künstlerinnen und Künstler gegeben, die das aktiv betrieben haben, die das ins Netz gestellt haben, die gesagt haben, mir ist es nur wichtig, dass viele das lesen, ich verlange jetzt nichts mehr, ich kündige meinen Verlag und veröffentliche das offen für alles in der Wissenschaft, Open Source ist eine Selbstverständlichkeit, das müssen wir tun, da kriegst du keinen Groschen dafür, das dient auch dem Fortschritt. Das heißt, das ganze Ambiente ist durchzogen genau von diesen Illusionen und von diesen Ideologien, und ich bin sehr froh, wenn hier mal ganz, ganz stark und vehement die andere Position vertreten wird. Wie erfolgschancenreich das ist, bleibe einmal dahingestellt. Aber auf eines wollte ich auch schon noch hinweisen, du hast auch jetzt selbstkritisch, was vorher schon angesprochen wurde, es ist ja vor allem bei den Daten, von denen Sie früher so plastisch gezeigt haben, ja, wie die in die Hände dieser Konzerne und ihrer Verwertungsmöglichkeiten kommen, dass diese Daten von uns ja freiwillig hergegeben werden. Wir wissen bei vielen, dass wir das tun, bei manchen wissen wir es nicht, dass wir es tun, aber von allen könnten wir es wissen, dass wir es tun. Und warum tun wir das? Ja, das ist eine interessante Frage. Warum müssen wir auf Facebook sein? Warum müssen wir unser Gesicht so lustig formieren lassen? Warum brauchen wir, oder nützen wir eine Software, deren Benutzung zur Voraussetzung hat, dass ich alles von mir preisgebe? Genügt es nicht, dass ich so bin, wie ich bin? Ja? Muss ich eine zweite, dritte, vierte, fünfte Existenz in der virtuellen Welt führen und mich dann darüber aufregen, dass es da diese Internetkraken gibt, die dann auf meinen Daten sitzen und die verwerten, halte ich ein bisschen auch für, leicht scheinheilig. Aber eines könnte man natürlich machen, und das Ganze basiert unter den ökonomischen Rahmenbedingungen, die man auch verändern kann. Man könnte natürlich ein Modell versuchen zu entwerfen, dass wer meine Daten haben will, dafür auch bezahlen muss. Genau. Und dass nicht ich sozusagen mit Daten bezahle, sondern dass meine Daten ganz normal bezahlt werden, wie jede Dienstleistung, die ich einem anderen anbiete. Genau. Ganz einfach. Ja. Patrick, jetzt hast du... Ich hoffe, ich kann mich noch an alles erinnern, weil sich einiges angestaut hat. Was mir bei Ihrer Argumentation gefehlt hat, war das Argument der systemischen Skalierung und der kommerziellen Nutzung dieser Daten im Vergleich zu jemandem, der sich inspirieren lässt. Und zweitens auch, dass es immer noch einen Menschen braucht, der das System lenkt. Wenn ich die Blackbox sich selbst überlasse, kann die gar nicht. Also waren noch zwei kleine Punkte. Was du vorher gesagt hast, mit meiner Stimme, das greift jetzt ineinander. Ich habe meine Daten nicht freiwillig hergegeben, um Sprachsyntheseprogramme zu trainieren. Erstens. Zweitens ist es bei unserer Sparte, bei unserer Branche nochmal ein Sonderfall, weil die Stimme zu den biometrischen Daten gehört, wie das Gesicht, wie der Fingerabdruck.
wo wir ganz schnell im Bereich des Identitätsdiebstahls landen können. Und wenn ich jetzt ohne gefragt worden zu sein, ohne dafür vergütet worden zu sein und ohne meine Einwilligung gegeben zu haben, plötzlich das Muttermaterial meines Stimmdatensatzes, wie auch immer, auf einem wurscht russischen, amerikanischen, israelischen Server wiederentdecke, was ich ja nicht kann, weil keiner öffnet die Bücher, keiner lässt einen hinter die Kulissen schauen, und dieser Server wird gehackt, dann ist es nicht so, wie mein Passwort ist irgendwie entwendet worden und landet im Darknet, dann muss ich halt mein Facebook-Passwort ändern, sondern dann bin ich fürs Leben geschädigt und ich kann meine Stimme nicht ändern. Man kann sich heutzutage per Stimmidentifikation bei der Bank registrieren lassen. Man kann perfektionierte Deepfakes erstellen. Es war jetzt kein Problem zu sagen, man macht jetzt wen, der ausschaut wie die von der Leyen und dann, keine Ahnung, aber jetzt kann man ihr halt auch das komplette Setting geben, die Stimme und so weiter. Also wir haben das bei unseren Meetings in Brüssel gemacht, die wir hybrid hatten. Teilweise waren die Leute dort, teilweise waren wir zugeschaltet und dann haben wir live aus der Schalte zwei Sätze vom guten Herrn Breton aufgenommen und ihn dann Sachen sagen lassen, so als privaten Kommentar haben sie ihnen dann vorgespielt, live in dem Meeting. Und sowas macht dann schon, das lässt sie dann schon sehr, sehr unruhig auf ihren Stühlen herumrücken, weil sie merken, das betrifft mich auch und ich bin dann plötzlich total ohnmächtig in dieser Sache und bin dann plötzlich in einer Beweislast, die mir aufgebürdet wird und es gibt aber diesen Gegenbeweis nicht wirklich. Also es ist ja immer so, auch bei Falschmeldungen bisher sozusagen, jede Richtigstellung hat nie den Effekt, wie die ursprüngliche sozusagen Desinformation hatte. Deswegen kann ich nie vollständig diesen Beweis führen und mich, wie auch immer. Das ist das Demokratiepolitische. Das Demokratiepolitische, ist dieses ein Problem aus der Ökonomie kommen, wenn ich das richtig weiß. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Deshalb ist es aber umso wichtiger, um zum Ende zu kommen, dass wir gesetzliche Grundlagen schaffen, die Provider verpflichten, das zu offenzulegen, zu kennzeichnen. Natürlich kommt keiner von sich aus dahinter, natürlich kann das keiner unterscheiden und so. Aber wenn einer hier damit Geld verdienen will, und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen YouTube-Kanälen, wo irgendwer irgendwen persifliert oder so, sondern um Geschäft, Kommerz zu treiben damit, dann sollte er sich unserer Meinung nach an diese Vorgaben halten, die gar nicht erst sozusagen, die dann auch diese Haftungsfragen klären bei dem selbstfahrenden Auto. Die Provider wollen ja, genau, die Haftungsfrage sozusagen so stark wie möglich von sich abwälzen und sagen, ja, nur die Applikation birgt Gefahren, die Technologie ist neutral. Ja, aber das ist schon, also wenn Sie mir jetzt einen Benzinkanister hinstellen und ein paar Streichhölzer und lange genug auf mich einreden und dann zähle ich eins, also so. Wir müssen langsam zu Ende kommen, ja. Ich habe eine Schlussrunde noch. Ja, okay. Bitte, einen Satz. Nur ganz kurz, was diese Haftungsfragen betrifft, gerade bei autonomen Automobilen, ne, da war ich vor kurzem in einer interessanten Diskussion, wo diese Frage auch aufgetaucht ist und jemand hat zur Verblüffung aller Anwesenden gesagt, die Haftungsfrage ist ganz klar, sie liegt bei dem, der so ein Auto kauft. Und das finde ich nämlich interessant, weil wir versuchen immer, uns aus unserer eigenen Verantwortung rauszustellen. Ja, und ich kann natürlich sagen, wenn ich ein bewusster Konsument bin und ich weiß, es ist ein Produkt, das fehlerhaft sein kann und dass ich sozusagen, wo ich nicht mehr eingreifen kann, nicht? Bei einem autonomen Automobil auf Level 5 kann ich nicht mehr eingreifen, ich darf nicht mehr, ich kann nicht. Ich habe keine technischen Möglichkeiten mehr einzugreifen, aber es könnte fehlerhaft sein und ich kaufe es trotzdem. Natürlich bin ich zumindest mitverantwortlich. Genauso, ich finde das ist ja ganz interessant, ich teile alles, was Sie jetzt gesagt haben über die Aneignung von Stimme und dergleichen mehr, sozusagen, also tatsächlich biometrische Daten, Identitätsdiebstahl, finde ich, das
da müssen wirklich die juristischen Instrumentarien und auch die Strafrahmen her, damit das möglichst eindeutig verurteilt werden kann. Und gleichzeitig haben Sie ein bisschen damit geprahlt, dass es Ihnen gelungen ist, in einer halben Stunde mit der Stimme des deutschen Bundeskanzlers eine Grußbotschaft an Sie selbst zu richten und dafür im Handy zu haben. Das heißt also, wir verurteilen es auf der einen Seite, auf der anderen Seite spielen wir genüsslich damit herum. Jetzt sind Sie ein ehrenwerter Mensch, Künstler und Komponist und werden das nicht dazu benutzen, in der Öffentlichkeit den Herrn Scholz etwas sagen zu lassen, was er nie gesagt hat. Die Grußbotschaft an Sie hat er ja auch nie gesagt. Aber wenn Sie jetzt nicht so ehrenwert sind, dann sind wir schon in dieser Bredouille drinnen. Und auch hier ist natürlich dann die Frage, mit welchen Menschen und Zeitgenossen haben wir eigentlich zu rechnen, denen wir unterstellen müssen, sie werden alles, was möglich ist, an Diebstahl, an Eignung, an Missbrauch, sobald die technologische Basis dafür da ist, werden sie es ausnützen. Genauso, und das ist das Letzte, was ich sage, aus meinem Bereich, mich ist verblüfft bei diesen Debatten über Einsatz von ChatGPT an Universitäten, ein Gedanke oder eine Frage nie auftaucht. Was ist das für eine Institution? Was sind das für Menschen, die in dieser Institution arbeiten, die nicht mal auf die Idee kommen, zu sagen, ich bin viel zu stolz, um mir von ChatGPT eine Arbeit schreiben zu lassen, denn ich will Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin werden. Ich will das wunderbare Gefühl haben, einen schönen, wissenschaftlichen, gut argumentierten Aufsatz geschrieben zu haben. Das heißt, dass das nicht einmal als Gedanke auftaucht, entsetzt mich mehr als diese Zauberkunststücke, die diese Algorithmen uns vorführen können. Ja. Ich möchte jetzt wieder von der philosophischen Welt, wo ich mich sofort drinnen mit Ihnen verlieren würde, auf die ökonomische kommen und in die Schlussrunde mit euch beiden gehen. Der Druck und auch das Missverständnis, eben weil wir diese Debatten nie führen, führt zu solchen Dingen auch schon seit einiger Zeit, dass Künstler, Künstlerinnen ihr Werk, das sie im Auftrag oder im Angebot gemacht haben, also für auf ein Angebot hin gemacht haben, angeben, es ist mit KI generiert worden, weil dann fallen keine Urheberrechte an. Damit bleiben sie in ihrer Branche sauber. Man hat das Urheberrecht ja nicht verletzt und ist aber billiger als der Kollege, der, weil, wenn sie, also, Entschuldigung, ich habe das nicht ganz präzise gesagt, Sie behaupten, es sei mit KI generiert worden. In Wahrheit ist es aber Ihr Werk. Und da fällt kein Urheberrecht an, und damit sind Sie billiger als der Kollege, der sagt, ja, das habe ich geschrieben oder komponiert oder was auch immer. So hoch ist dieser ökonomische Druck, dass das bereits Schule gemacht hat. Das ist jetzt vielleicht ein banales, kleines Beispiel für die ganze Welt, aber es steht, für mich ist es stellvertretend, dass genau diese Debatten nicht geführt werden und dass die Haftungsfrage über Regulierungen gemacht werden muss. Und damit bitte ich euch jetzt zum Schlusswort, was ist der aktuelle Stand in Brüssel und gibt es eine Reaktion aus den USA vielleicht oder aus einem anderen Teil der Welt? Magst du anfangen? Also zu deinem Fallbeispiel kann ich nur sagen, viel Glück davon, eine Familie zu ernähren, 40 Jahre lang. Das ist das eine, das ist wirklich ein Problem, dass dann solche Leute 2, 3, 5 Jahre am Markt sind und dann doch in eine Festanstellung gehen, aber verbrannte Erde hinterlassen. So, das ist mein vielleicht etwas emotionaler Zugang. Solange es nicht die Familie bezahlt. Ja, genau. Also das ist wirklich sehr pragmatisch, da muss man, finde ich, schon auch weiter als 5 Minuten vorausdenken und so. Zum Ist-Zustand, es ist eine Achterbahnfahrt, keiner weiß, wo wir ankommen, wenn wir stehen bleiben, glaube ich, weil es waren ja auch diese Eskapaden von Deutschland, Frankreich und Italien, die sagen, nein, gar keine Regulierung, lass das den Markt machen und so. So, das hat sich jetzt anscheinend wieder, werden sie sicher keine Mehrheit kriegen, so wie es ausschaut. Aber die Frage ist natürlich, war das jetzt nur sozusagen eine Taktik, um noch mehr Verwässerung zu erzeugen? Das wissen wir alles nicht. Das wird wahrscheinlich. Was wir wissen, ist, dass alle in Brüssel wollen, dass das im Dezember, noch spätestens im Januar, mit Brief und Siegel abgenickt und verabschiedet ist, weil ab Februar darf das nicht mehr weitergeführt werden wegen dem Wahljahr.
Und danach sind die Karten neu gemischt und dann Ende 2024 unter neuen Machtverteilungen das Ganze nochmal von vorne aufzurollen, dann können wir es auch gleich lassen. So, also es entscheidet sich jetzt im Dezember spätestens, meines Verständnisses. Mhm. Also was Patrick beschreibt, ist der aktuelle Status quo in Brüssel. Der kennzeichnet sich dadurch, dass der sogenannte AI Act, also das künstliche Intelligenzgesetz, als Act auch direkt verbindlich europaweit geltend und nicht in nationales Recht zu überführen, schon seit Jahren verhandelt wird. Da hat man aber gar nicht gewusst, was passieren wird. Und das ist wirklich so eine Situation, wo die technologische Entwicklung eine vorlaufende und weitsichtige politische, ein weitsichtiges politisches Handeln einfach überrollt hat. Und die Politik dann doch immerhin anerkannt hat, da muss sie sich jetzt doch nochmal bewegen und einen fortgeschrittenen Prozess nochmal komplett neu aufgebaut hat. Das ist vergleichsweise ungewöhnlich und das ist wirklich ziemlich, ziemlich bemerkenswert, das muss man auch mal anerkennen. Und wie das bei dieser Art von Gesetzgebung so ist auf europäischer Ebene, muss man immer erstmal gucken, wo ist eigentlich das eigene Mandat. Das kann jetzt hier nur ein Marktmandat sein und wie wir merken, wenn wir darüber sprechen, ist es sehr, sehr viel mehr betroffen als nur Markt. Ja. Ja, Identität zum Beispiel, und zwar persönliche wie auch kulturelle. Ja. Und so, das kriegen wir aber jetzt nicht aufgelöst und wenn ein bestimmter Fortschritt in diesen Vorläufen geschehen ist dann, und sich die einzelnen Parteien, das sind also der Rat, das Parlament und die Kommission, erklärt haben, dann gehen die drei miteinander in den Trilog und verhandeln die Stände. Und da ist jetzt was Ungewöhnliches passiert und das ist jetzt wirklich quasi noch tagesaktuell. Am Freitag vor einer Woche hat es eine technische Sitzung in diesen Trilogverhandlungen gegeben, die von einigen der Teilnehmenden verlassen wurde mit dem empörten Hinweis, das habe jetzt also keinen Sinn. Und es stand kurz im Raum, dass möglicherweise der Europäische Rat, also die Vertretung der Nationalstaaten, kein Mandat mehr hat, weil Deutschland, Frankreich und Italien damit gedroht haben, das Mandat zu entziehen, weil sie sich nämlich in einer Nacht- und Nebelaktion dagegen gesperrt haben, noch weiter über die schon vorformulierte Transparenz zu sprechen. Und das ist genau der eine Kernpunkt, auf den wir uns schon reduziert haben in unseren Forderungen. Wir sprechen gar nicht mehr über Urheberrecht oder Vergütung, sondern wir haben einfach wirklich nur gesagt, im allgemeinen Interesse und explizit auch in unserem muss gewährleistet sein, dass jetzt beauskunftet wird darüber, was da reingegangen ist. Ja? Und interessanterweise ist es so, dass an dem gleichen Wochenende, das war ein Freitag, als diese Verhandlungen stattfanden, dass an dem gleichen Wochenende die Pressemeldung die Runde machte, dass Aleph Alpha, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, jetzt nicht 100, sondern 500 Millionen Venture-Kapital bekommen hat, also vor allem auch aus Deutschland, was bemerkenswert ist. Es ist viel Geld und trotzdem ist es ein Witz im Verhältnis zu den amerikanischen und den chinesischen Anbietern. Und bei den Franzosen ist was Ähnliches geschehen. Ich vergesse immer den Namen des Unternehmens. Mistral. Mistral, genau. Bei denen gibt es auch genau ein Unternehmen, was als Einhorn gilt oder das Potenzial zum Einhorn hat. Und Wirtschaftsminister Habeck war am darauffolgenden Montag bei der Pressekonferenz dabei, als Aleph Alpha verkündet hat, diese 500 Millionen eingeworben zu haben. Was für ein Zufall. So, jetzt kann man annehmen, dass das sozusagen 1:1 reinlobbyiert worden ist in diese drei Nationen. Die Italiener waren eh schon skeptisch. Und die Franzosen und die Deutschen haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich mitbestimmen, wir wollen auf Bundesliga-Niveau hier einsteigen und wollen das jetzt nicht verhindern. Und jetzt muss man vielleicht einfach mal eine Sache dabei anekdotisch sozusagen einpflegen. Dieses Ringen um Transparenz und die vermeintliche Komplexität der Prozesse, die dafür nötig sind, Transparenz zu gewährleisten, das ist schon seit mindestens 20 Jahren eine einzige Finte. Wir kennen das in- und auswendig. Bei jedem einzelnen Regierungsansatz, bei jeder einzelnen Auseinandersetzung standen irgendwelche Leute mit erhobenen Händen und sagten, wir können das aber nicht. Das hat in Deutschland dazu geführt, dass der deutsche Justizminister Maas 2017 irgendwann in einer Veranstaltung sich genervt an die ARD, also an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gewendet hat und gesagt hat, wenn ihr das nicht könnt, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
So, also es ist längst durchschaut in der Politik, dass das eine Finte ist. Natürlich können die das, was, das ist doch das Einzige, was sie tun. Daten sammeln, Daten bewirtschaften und da sie alle Content-Management-Systeme haben, wissen sie auch, an welchen Stellen welche Dinge passiert. Und wenn es mit dem Urheberrecht nicht begründet wäre, wären sie durchs Medienrecht und durchs Persönlichkeitsschutzrecht schon längst dazu verpflichtet, zu verhindern, dass Dinge, die einmal inkriminiert worden sind, nicht wieder hochgeladen werden. Sie müssen ohnehin gucken, was passiert. Ja, also können Sie uns beauskunften, dann kriegen Sie halt noch ein Jahr Übergangsfrist. Und das ist aber wirklich eine Unverschämtheit, dass die Politik sich dadurch immer wieder an der Nase herumführen lässt. Und das ist im Grunde genommen so ziemlich das Letzte. Ich habe heute gehört, also wir haben ja in Deutschland am kommenden Montag unsere Konferenz der Initiative Urheberrecht, wo wir über dieses Thema sprechen werden. Und in einem der Vorgespräche habe ich heute gehört, dass es in einem der verantwortlichen Ministerien durchaus aber noch guten Mut gibt, dass wir das Ganze noch gewuppt kriegen in der Zeit. Denn ab Januar haben wir eine neue Ratspräsidentschaft, ab Februar wird der Kommissionswahlkampf vorbereitet, also der Parlamentswahlkampf vorbereitet. Das heißt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann werden wir es nicht schaffen, dann fangen wir von vorne an und das kann sich auch keiner leisten. Das wäre ein solcher Gesichtsverlust und das wollen auch die Franzosen und die Deutschen und die Italiener nicht schuld sein. Und aus dem Parlament gibt es eindeutige Äußerungen sowohl der Grünen als auch der EVP, also der konservativen Fraktion, dass sie irritiert sind und nicht gewillt sind, diesen Weg mitzugehen, denn es gäbe ja klar abgesteckte Positionen. Also das Parlament ist unser bester Verbündeter. Ja, die Kommission ist aber nicht gegen uns, die ist auch nein, für nein, uns. Nein. Du hast, ich wollte jetzt nochmal auf die allerletzte Frage, gibt es News aus China, Afrika, aus den USA? Gibt es Regulierungsgedanken? Also zumindest ist es so, dass in der internationalen Regulierungsszene, das sind Juristen, die das beobachten, aber auch diejenigen, die das betreiben und diejenigen, die darum kämpfen, dass im Moment so ein bisschen Augenreiben herrscht, weil alle auf das gucken, was in Europa gerade passiert, völlig unerwartet. Weil nach der DSGVO und der DSM-Richtlinie, also der Europäischen Urheberrechtsrichtlinie, eigentlich die ganze Welt erwartet, dass die Europäer wieder den großen Wurf machen und den anderen zeigen, wo es lang geht. Denn wir können ja gar nicht so viele Dinge so toll, aber das haben wir bislang immer hingekriegt, nach langer Zeit, aber dann eben doch. Und jetzt gibt es eben dieses Augenreiben und auch so eine gewisse Häme, ach, dann werden wohl diesmal die Amerikaner doch beherzter regulieren als die Europäer. Und damit hatte keiner gerechnet. Und, das ist tatsächlich im Raum. Das steht im Raum und das ist allerdings im Moment relativ schwer festzumachen, denn ich meine, wenn man wirklich mal auf das politische Geschehen in den USA guckt, da kann man ja nicht 5 Tage lang prognostizieren, was wirklich geschieht oder ob sie gerade überhaupt Geld haben, irgendwie zu irgendeinem Parlament zu fahren oder so. Also das, ich weiß es nicht, aber es ist so, die Chinesen sind ohnehin total strikt in ihrer Regulierung an diesen Punkten. Da wird bei uns immer behauptet, das sei nicht so. Die haben das Copyright irgendwie auf ein Niveau hochgezogen, dass die Europäer sich die Augen reiben. Die schützen damit natürlich das eigene Repertoire und nicht das Fremde. Ja? Aber sie tun es halt. Und warum können wir das nicht verstehen, dass das offenbar einen Sinn hat? Und technisch möglich ist das. Natürlich. Ist interessant. Ich bedanke mich bei euch dreien. Vielen Dank für eure Expertisen, eure Gedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen, geschätztes Publikum. Und wir können jetzt gerne noch in eine vertiefende Runde gehen, aber vielleicht mit etwas Essbarem, denn bei mir, ich hoffe, das Mikro hat es nicht aufgenommen, mein Magen knurrt schon. Also nochmal, vielen Dank. Ich habe auch bis letztes Jahr noch gedacht, das mache ich jetzt die nächsten 30 Jahre. Mhm. Ganz entspannt.